Hallo und herzlich willkommen zurück zu Medieval Dynasty. Ich war hier gerade ein bisschen in der Gegend rum, habe mir gedacht, so, ich könnte ja mal versuchen, ein paar Leute anzuquatschen und ja, war ja auch gerade am Abbauen, bis die Spitzhacke zerfallen ist. Und dann laufe ich hier in der Gegend rum, über die Straße, erzähle noch vor wenigen Folgen, dass hier keine Bären existieren und da vorne war gerade einer. Wahrscheinlich, nein, da ist er. Auf wen oder was greift der jetzt an? Wir werden das jetzt mal beobachten. Ganz kurz, der sitzt doch da bei einem Kaninchen, oder? Will ich mir das ein? Nein. Der sitzt doch da vor irgendwas, der ist doch da gerade hingestürmt. Ich habe keine Ahnung, was für ein komischer Bär. Aber da denke ich mir noch, was, wisst ihr? Da sage ich noch, ja, hier bei der Höhle ist kein Bär. Und denkste. Ja, knapp daneben ist auch vorbei. Ein kleines Stückchen höher. Und da trifft er. Schön. Wie gesagt, immer schön ins Gesicht bei den Bären. Immer schön auf den Kopf. Steinpfeile und da fällt er. Übrigens, wenn ihr beim Bogen, ja, also rechte Maustaste, linke Maustaste, erst rechts loslassen, dann links, dann entspannt der. Komm, gib den Pfeil her. Ah, okay, geht nicht. Ja, wir ernten den Bären und dann geht das. Da sagt er noch. Hier bei der Höhle gibt's keinen Bären und was ist natürlich strolcht sofort einer rum. Ich habe heute übrigens gelesen, das neue Update ist da. Also heute ist der 5.11. Das ist für mich heute 2020. Ich weiß ja nicht, wann ihr das Video guckt. Ja. Und da stinkt er auch schon. Wie Hulle. Aber da erzählt er noch, es gibt keinen Bären. Ah ja, genau, habe ich gelesen. Es kommt ein neues Update. Wieder mit ganz viel Ton und also neue Sounds und hast du nicht gesehen. Ah, schaut, als ob der da auftauchen würde, weil wir da unsere Hütte hingestellt haben. Ne? Da ist die Hütte, da ist das andere Dorf und da hinten strolcht der rum. Der denkt sich was, was? Der bildet sich da was ein, der Bär. Hammermäßig. Naja. Jetzt haben wir Pelz. Pelz und Fleisch. Hallo, preiset mich, Bürger. Euer großer Held ist wieder nach Hause gekehrt. Ich habe einen Bären erlegt. Mit Steinpfeilen. Ne, hast du was dazu zu sagen? Ne, Helmut? Helmut, hast du was nicht? Ne? Dachte ich mir. Ja. Gehst den Bären töten, weil keiner lobpreist dich. Ne? Keiner jubelt, keiner johlt. So, schauen wir, dass wir uns da irgendwie ein bisschen waschen können. So, da mal Rinne ins Gebäche. Einmal tauchen. Aber wir können sogar unter Wasser. Okay, sehr gut. Schön, schön. Dann werden wir uns noch was zum Essen ins Gesicht schieben. Dafür hat nämlich jetzt tatsächlich Zeit nicht mehr gereicht, dass ich auch noch koche. Könnte also tatsächlich sein, dass ich das heute mit euch zusammen machen muss. So, was haben wir denn jetzt noch im Journal? Hier, der da. Der wäre mal wichtig, dass wir den... Ja, aber 2500 und 25er Gebäudelimit, das wäre natürlich schon... Ja, das wäre schon Premium, wenn wir mal ehrlich sind. Ja, wenn ich mal schaue, hier ist, aber hier, Gebäudelimit, zwar, ja, okay, gut, ich meine, es sind noch 5 Gebäude von uns aus gesehen. Ja, und, genau, was wollten wir heute tun? Wir wollten Dinge tun. Also, als ich das letzte Mal geguckt habe, hatten wir hier 90 Stämme drin. Wie viele Stämme haben wir jetzt? Verzeihung.
59. Das kann ich höchstens als unschön bezeichnen. Weil ihr seht, ich war Eisenfarmen. Hier 54 Eisen, 157 Steine, 27 Salz. Ja, Brafahrer. Brafahrer. Hm? Da sagt er nichts mehr. Neuen Steinmesser, ich weiß nicht. Irgendwie wird die auch nicht besser und schneller. Obwohl, stellt er überhaupt noch irgendjemand her? Ja, da ist er. Nivana, wo ja. So. Das bedeutet, wir müssen jetzt gucken, dass wir Leute kriegen. Und wir müssen schauen, dass wir echt anständige Leute mal kriegen. Also alles, was da so in die Richtung sitzt, ist jetzt nicht so Premium. Und ja, sollten wir vielleicht lieber in Ruhe lassen. Entschuldigung, ich hatte gerade ein kleines Fröschlein wieder im Halse. Und ihr wisst, dann schweige ich immer oder ich schneide das raus. Da könnt ihr euch immer nicht ganz sicher sein. Ich wollte ja eigentlich noch was essen, ne? Also ich finde das übrigens ernsthaft richtig doof, dass ich jetzt tatsächlich eigentlich theoretisch mein Fleisch, was ich jetzt habe, roh essen müsste, weil ich Verzeihung, Inventar. Weil ich an fremden Feuerstellen nicht kochen darf. Ja, das heißt, ich kann mir jetzt hier Steinchen und Zweigerl und so Zweige und Stöcke zusammensammeln und wenn ich das dann alles schön zusammengesammelt habe, dann kann ich mir hier ein kleines Lagerfeuerchen errichten, woran ich dann den Bären grillen kann. Und ja, also wie gesagt, ich finde das ein bisschen, finde das jetzt persönlich ein bisschen arg lächerlich, so dann kochen. Hau die 10 Fleisch mal schnell durch, bitte. Ja, im Update. Viele Tondateien sollen sich ändern. Man hat wohl die Unreal Engine Version gewechselt. Hat man wohl eine neuere genommen. Denn das Ganze basiert ja auf der Unreal Engine. Das ist mitunter einer der Hauptgründe, warum es uns nicht möglich ist, in diesem Spiel richtig zu graben. Das unterstützt Unreal nicht. Das ist übrigens auch der Grund, warum ihr diese Möglichkeit bei ganz vielen anderen Unreal-Spielen auch nicht habt, wie beispielsweise Ark. Und kann man das jetzt irgendwie wieder ausmachen? Nicht, oder? Das brennt jetzt einfach durch. Okay, gut. Ich verstehe. So, wir hauen uns mal eben unser gebratenes Fleisch rein. 10 Fleisch haben wir. Sehr gut. Weg ist es. Ganzen Bären gegessen und immer noch hungrig. Naja, der Rasimir ist ja auch ein großer Mann, ne? Also der kann dann da schon so ein bisschen, ne? Okay, da kommen wir nicht hin. So, so, wir wollten ja da oben, wo die ganzen vielen Leute sind, da wollten, haben wir ja letztes Mal schon geguckt, ob wir nicht jemanden gefunden haben. War da nicht irgendwer? War da nicht der Wolfram, den wir eigentlich haben wollten? 45. Ja, der ist weit unten. Wir machen das mit dem Adligen. Ah, schau mal, minus 2. Mhm. Okay, also dir kann man es nicht recht machen. Unibär. Okay. Univid. 51%, den haben wir bestimmt auch schon angequatscht. Ja, wie ist es dir denn in letzter Zeit so ergangen? Okay. Ihm geht's blendend. Das ist der nicht arbeiten wollte, ne? Ja. Was für ein Tag, ununterbrochen auf dem Feld gestanden. Ah, das findet er gut. Also wenn wir arbeiten, da ist er großer Freund von. Wenn er selber arbeiten soll, eher weniger. Das ist okay, ich verstehe. Was haben die hier? Was ist denn das hier für eine Sektenvereinigung? Schon irgendwie komisch. Aber wir müssen Leute holen. Und da ist uns jetzt in erster Linie tatsächlich auch egal, ob Männlein oder Weiblein. Das Geschlechterding können wir dann, ja, kürzlich in Jagd eingestiegen. Plus 5, da sind wir auf 70. Hervorragend, wir sehen uns dann da dorten. Bitte, bitte geh in unser Dorf. Wir müssen gucken, dass wir das voll kriegen. So, du bist immer noch heimatlos. Haben wir ein Haus, das wir dir zuweisen können? Wir haben ein Haus, das wir dir zuweisen können. Sehr gut, das nutzen wir dann auch. Und dann quatschen wir die Frau auch gleich noch an, wenn wir schon dabei sind. Die ist auch schon auf 65%. Hast du einen Moment? Wie ist es dir in letzter Zeit ergangen? Mir ist es gut ergangen, das freut mich. Ich schaffe eine Siedlung. Hervorragend, wir sehen uns dann da dorten.
So, und jetzt werden wir sehen, können wir diese Frau zu der anderen Frau dazusetzen? Nein, können wir nicht. Hervorragend. Das heißt, wir müssen so schnell, wie es uns irgendwie möglich ist, nach Hause und versuchen, derer noch ein Haus zu bauen, bevor die da ist, weil... Ja, die finden das nicht so prickelnd, wenn sie im Winter draußen sein müssen und ja, das ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt die... Ja, ihr seht oben links, ne, das sind jetzt die neuen Anzeigen. Ja, wir haben einen Obdachlosen. Gewinne Reputation. Das ist genau das, was ich nicht wollte. Ja, dass ich dann an irgendeiner blöden Quest hänge, wo mir dann noch 400 Reputation fehlen. Ja, ich hasse das. Ja, vor allem auch noch im Winter. Traumhaft. Träume werden wahr. So. Wir gucken jetzt mal ganz kurz ins Managmant, ob man da... Okay, die kann das mit 2, die kann das mit 3. Der Herbert kann das theoretisch auch mit 3. So, der Herbert ist ja unser Bub. Mein Gott. Der kann mit 3 schon abbauen. Jetzt. Ja, mit 0 Jahren. Ja, mit 0 Jahren haut der jetzt schon größere Felsen aus allem raus, wie jeder andere hier. Naja, vielleicht nicht wie jeder andere. Aber wir haben hier Bergarbeiter, Handwerker. Ja... Ja, 3 ist wohl so ein Standardwert. Wir müssen gucken jetzt unbedingt, dass wir deren ein Haus bauen. Und das Ganze auch noch so schnell wie möglich. Hopp, da ist mir ja vorher gerade die Spitzhacke in der Axt geplatzt. Die Hand in der Hand geplatzt in der Axt. Er redet einen Scheiß, der Kerl. Timber! Zack. Und die wird jetzt auf dem Weg schon unglücklich. Also die wird schon unglücklich in der Zeit, wo sie sowieso noch kein Haus haben würde. So, wir hauen hier noch schnell einen raus. Hepp. Komm, zackig, das muss jetzt hier funktionieren. Progress, Baby, Progress. Hepp, Rundholz. Genommen, gepackt. Gekrallt, weiter. Hammer in die Hand. Da, schau da. Ja, wir müssen das jetzt machen. Im schlimmsten Fall müssen wir sogar die Rundhölzer müssen wir im schlimmsten Fall sogar aus unserem, ja, genau, Gebäude, so, wohnen, aus unserem Lager nehmen. So, einfaches kleines Haus. Da waren wir ja, haben wir gesagt, wir bauen die kleinen Häuser jetzt, weil uns das mehr bringt. So, wie weit kann ich da noch rüber? Zum anderen Haus. Ich würde gern so, dass man noch durchlatschen kann. So. Ja, schick. Den nehmen wir. Hepp, das ist eine Türe. Da hätte ich gern Stein. Das ist ein Fenster, aber da hätte ich gern Stein. Da ist eine Wand. Die hätte ich auch gern aus Stein. Auch diese Wand hätte ich gerne aus Stein. Ich glaube, wir lassen hier jetzt sogar ausnahmsweise mal den Stroh drauf. Den Stroh lassen wir auch drauf. Wir lassen das Stroh drauf. Das war falsch. Danke. Hier rüber, darüber. Weil wir das einfach haben. Und weil wir das relativ zügig bekommen. So, wir haben noch 2 Rundholz. Diese 2 Rundholz klatschen wir in diese Türe. Was? Wir haben auch noch Steine. Ja, wenn wir Steine auch haben, dann nutzen wir das gleich, ne? So. Und dann müssen wir weiter. Wir müssen hier schauen. Und zwar zügigst. So, wie viel Stroh haben wir noch? 17 Stroh, das reicht auch nicht. Wir haben 58, 32, zu wenig. Abbrechen, Steinpfeile rüber. Die Steinpfeile aus den Bären auch rüber. Das Leder rüber, Pelz rüber, Stock rüber. Huiuiui, Rundholz. Wie viele können wir tragen? Insgesamt, ja, 32, 50 kriegen wir hin. Hopp, Lauf. Wir werden das Holz dann wieder selber auffüllen, beziehungsweise ich werde das dann wahrscheinlich in der Nacht machen. Also ihr könnt euch, wie gesagt, ich habe ja schon mal gesagt, ich möchte ja, dass ihr was davon habt, wenn ihr die Let's Plays guckt, und ich möchte auch, dass ihr ungefähr wisst, wie lange das alles dauert. Ihr könnt davon ausgehen, eine Nacht ist ein bisschen kürzer als so ein... ist ein bisschen kürzer als so ein Tag. Die Folgen dauern etwa eine halbe Stunde. Das ist dann immer ein... Ne? Also, wie gesagt, ihr könnt euch das selber durchrechnen.
Mehr Steine, mehr Steine, mehr Steine. Wie schaut's aus? Managmant. Managmant heimatlos 44%. Verdammt, wenn die auf 0 ist, dann geht die. Also die verlässt uns dann schlichtweg einfach. So. Ah, 43 Steine, 32 Steine, 37 Steine. Natürlich überladen, aber nicht schlimm. Eieieiei. Ist ja nicht so, als hätten wir es eilig, damit die Olle bleibt, ne? Ja. Uiui. Aber wir kriegen das hin. Das wird, glaubt mir, alles wird gut. Und wenn nicht, wir haben ja noch eine. So, hier rein. Und wie viele? Ja, genau. 2 Rundholz hat er natürlich vergessen. Intelligent, wie er ist. Ach. So, komm. Hau drauf, Kollege. Hau drauf. Unser Haus soll fertig werden. Fertig. Nicht schöner, sondern fertig. Mein, jetzt muss der auch noch atmen. Das kann's doch nicht sein. Hör auf damit. Ah, ja. Wo sind wir denn? Wie schaut's denn aus? Kalkstein auch noch schon wieder 20. Sehr gut. 21. Ey, der kann doch 37. Ja, da bin ich jetzt bescheuert. Ne? 32 kann er jetzt. Hat. So. Wir dürfen ja nicht rennen, weil wenn wir rennen, dann geht der grüne Balken runter und den grünen Balken brauchen wir ja zum hier zum Klopfen auch, ne? So, hierher. Und weiter und weiter. Und rum ums Eck. Also ihr seht, spätestens wenn ihr den Grabungsschuppen habt, dann wird das Bauen mit Stein deutlichst angenehmer. 3, 4. So, dann brauchen wir da noch 2 Rundhölzer. Hier oben brauchen wir dann insgesamt brauchen wir noch 15. Ja, 15 Stroh. Wir gehen jetzt hier hin. Wir laden unsere Steine wieder aus. Wir holen uns unser Rundholz. So, 2 davon. Halt, stopp. Dann nehmen wir Stroh auch gleich mit. So, wo sind wir? Da sind wir. Alles an Stroh. 17, 15, 32, 8, 4 sind wir. Jawohl. Läuft. Wenn ihr nicht wisst, was ich da im Kopf rechne, ist nicht schlimm. Ich weiß das manchmal auch nicht. Oh. Warum hat er einen Rund? Warum hat er jetzt ein Rundholz mehr mitgenommen? Weil es der Hammer nicht mehr lange macht. Ja, sowas immer im Auge behalten. Ihr ärgert euch wie Hulle. Wie sieht's aus? Da ist ja unser... Ja, genau. Da war das doch, oder? War das nicht hier? Ah, jetzt ist es zugewachsen, oder? Ja. So, Schilf. 15 Schilf. 1, 3, 5. 1, 3, 4. Oben immer wieder mal hingucken. Jetzt sammelt es halt ein. Wir gucken mal. 32 brauchen wir. 36 haben wir. Weg gehen wir. Huiuiuiuiui. Hoffentlich kriegen wir, bis die hier ist, kriegen wir dieses Haus fertig. Aber ich denke schon, weil wir haben ja nicht mehr so viel zu machen. So, hier. Und da ist er gebrochen. Zack, Crafting. Ich hatte doch ein Rundholz mehr, bin ich jetzt. Bin ich beäumelt. Ich hab das doch dabei gehabt. Noch extra ein Rundholz mehr, ja. So kann man sich täuschen. Ja, aber hey, komm. Ich dachte echt, ich hätte eins mehr mitgenommen. Ich hab das nämlich schon gesichtet. So, egal. Hepp, baue er den Bauhammer. Ohne Bauhammer kannst du nicht bauen, drum bauen wir den Bauhammer. Ja, Reitri, der Baumeister. Nannte man ihn. Ah, das ist halt nicht. Ah, ich sehe schon, wir werden irgendwann alle Häuser nochmal ausrichten. Hopp, 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 hopp. Und rum ums Eck. Ey, echt wegen 2 Stroh, das ist nicht mehr fertig geworden. Was ist da? Und, junge Frau. Bitteschön, ihr neues Haus zu 100% fertig und schön. Es gehört Ihnen.
Gott, die ist ja 2, 2, 2, 2, 2, 1. Was fangen wir denn mit der an? Ich habe keine Ahnung. Aber der Helmut und der Moimir. Ich weiß nicht, wie man sowas ausspricht. Bin da einfach nicht gut drin. Die, ja, die kriegen das dann schon. Ich bin übrigens dafür, dass wir, wenn wir ins Management gehen und dann da gucken, wäre ich übrigens dafür, dass wir diese Frau in ein Holzfällerlager setzen. Die kann das nämlich. Und wir haben ja noch einen Holzfällerschuppen frei. Oh. Ja, Holzfällerin. Dann kann die nämlich schön Holz fällen. Und was machen wir mit der Zweier? Wollen wir der irgendwie anschaffen, dass die, weiß ich nicht, was könnte die denn machen? Näherei, Jagdhütte, Scheune, Ressourcenlager. Ja, wisst ihr was, die stopfen jetzt in die Näherei rein. Weil die hat in den Lagern hat die keine, nichts zu tun. In der Scheune hat die eigentlich auch gerade nicht wirklich was zu tun. Ja, wisst ihr was, wir packen die jetzt mal in die Scheune. Und zwar schicken wir die als, direkt nicht als Feldarbeiterin, sondern als Farmerin rein. Weil da hat die, glaube ich, einen Zweierwert. Und solange die Inga nicht da ist, kann die das ja ruhig machen. Und wenn wir das dann haben, dann gehen wir mal hier hin und dann gehen wir auf die Scheune. Und dann möchten wir, dass die Dünger herstellt. Und zwar nicht aus Dung, weil das geht hier mit Dung, glaube ich. Genau, Dung aus Dünger und hier geht Dung aus Verdorbenem. Also immer 10 Verdorbenes und wir schauen uns mal, ob wir nicht irgendwo Verdorbenes haben. Ja, also die könnte auch Tierfutter oder Lehmbewurf herstellen, aber wir haben gerade beides nicht zur Möglichkeit. Alleine schon, weil wir ja das auch nicht können. Boah, die Zeit verfliegt, Kinders, ich sag's euch. So, da haben wir Pelze, Steine, Rasimirs Schuhe, raus mit dir. Ich dachte, ich hätte letztes Mal schon irgendwo Verdorbenes gesehen. Ich dachte es. Aber vielleicht bin ich auch einfach doof und das ist Quatsch. Schau mal hier runter, hier Verdorbenes, ja, 2. Ist jetzt nicht so top, ne? Ja gut, aber sind wir mal ehrlich, hier Fleisch macht's nicht mehr lang und ja, also da wird schon einiges geben. Wir werden jetzt nochmal ganz kurz oben in die Sammelhütte reinklotzen. Nicht, dass ich das da oben gesehen habe. Ja, ich weiß, dass du ganz schwer atmen musst. Es tut mir leid, dass ich so hektisch spiele, mein Freund. Das tut mir leid, wirklich. Glaube mir. Was macht der da hinten? Kniebeugen. Okay, gut. Ah, wir schauen mal da rein. Aha, Salz, okay. Salz und kein Verdorbenes. Da kann man dann Salzfleisch machen und Gesalzenes. Und was habt ihr beide für Probleme? Hey, kannst du dich mal ein Stück bewegen, bitte? Danke. Und hey, kannst du dich mal ein Stück bewegen, bitte? Danke. Und jetzt schau, dass du Gas gibst und geh jagen. Hey, verdammt. Stehen da in der Gegend rum und tun nichts. Da wirst du ja. Hallo, hallo, hallo. So, wir brauchen auf alle Fälle Zeug, Dingens, Gerät, Teil. Genau. Und wir müssen natürlich schauen, dass wir jetzt da unsere Reputation, dass wir die auf alle Fälle hochtreiben. Das können wir natürlich mit allerlei Gefälligkeiten hier in der Gegend. Da sehe ich doch schon das erste Ausrufezeichen. Und glücklicherweise sind wir Spieler darauf konditioniert, Ausrufezeichen zu finden, zu folgen und diese dann zu... Oh, sie will was. Was willst du denn von mir? Hey, kann ich dir bei irgendwas helfen? Möchtest du schnelles Geld? Ich möchte immer schnelles Geld verdienen. Okay, sie möchte, dass ich ihr Eisen besorge aus der nahen Höhle. Ja, wir werden es nicht aus der Höhle besorgen. Das kann ich schon mal sagen. Das Journal sagt uns, wie viel wir davon besorgen sollen. Sie möchte 5 Eisen haben. Dafür kriegen wir Eisenpfeile und 15 Reputation. Das ist gar nicht mal so schlecht. So für 5 Eisen geht das. Schaut mal. Da haben wir 4, 5. Zack. Und gleich wieder zurück. Da ist dann der Weg auch nicht so weit für die Dinge, die die brauchen. So, hier. Schau mal, hier ist das Erz. Wundervoll, Münzen für dich wie versprochen. So wenig? Treib es nicht zu weit. Ich sagte schnell, nicht viel. Mhm. War nicht schnell genug, ne? Naja, okay. Aber Quest ist abgeschlossen. Wir haben wieder 15 mehr.
Wir gucken mal auf die Karte. So, da oben in Baranica. Das ist nämlich Baranica und das ist Branica. Ganz wichtig, ja, nicht verwechseln. Bitte vertauschen Sie das nicht. Die brauchen was. In Gustovia wartet immer noch der, wie heißt er? Alvin. Der Alvin auf uns, der kann da aber auch warten, der stört da jetzt gar nicht. Ach, und wenn dieser Tag vorübergeht, dann werde ich tatsächlich so Restfleisch verkochen mit den Möhrchen, die wir noch haben. Und dann hoffe ich mal, dass wir ordentlich Eintopf kriegen, den wir ausnahmsweise mal nicht verkaufen werden, denn wir werden ja Sensen verkaufen. Wir werden Sensenmaster. Hier, der Angbar schon wieder. Habe ich nicht letztes Mal für den erst was gemacht? Kann ich dir helfen? Junger Mann, ich brauche deine Hilfe. Ich bin ein älterer Mensch und kann kein Werkzeug herstellen. Könntest du mir bitte eine Axt bringen? Ich werde nicht vergessen, dich dafür zu belohnen. Okay, kann ich machen. Okay, was will der jetzt für eine Axt? Ich hoffe jetzt einfach, dass dem eine Steinaxt reicht. Wir sollten ja hier, hier gibt es nochmal Ahörnchenzweige. Ahörnchenzweige en masse. Und dann brauchen wir natürlich noch zwei ganze kleine Steine. Und dann stellen wir dem so eine Steinaxt doch her. Und dann hoffen wir mal, dass der die Steinaxt nimmt. Können wir im Journal gucken, was der möchte? Hier, was? Zweimal Steinaxt? Boah, der ist doch ganz schön gierig. Naja, hier, komm, Stein. Ahörnchenzweige, viele Ahörnchenzweige, höp. Und Birkenzweige auch. Und dann, hier, komm, hauen wir nochmal eine Steinaxt raus, dann haben wir die. Ich glaube, 30 Reputationen gibt es von dem, also ihr seht schon. Ja, zum Glück dauert das auch gar nicht lange. So, wer war das jetzt, wer das haben wollte? Das war doch der komische Typ von letztem Mal, oder? Albert, Walbert, Lambert. Ilma. Bist du das? Warst du das? Nee, du warst das nicht, oder? Du bist ja der... Odrik. Okay. Ja, Odrik, auf Wiedersehen. Ist der denn jetzt hin? Walbert, Norbert, Gustava. Edbert, Jaromir. Wo ist der hin? Ich habe keine Ahnung, aber... Warum ist da oben jetzt ein Fragezeichen? Ist das der Typ? Halt. Hm. Wir laufen da mal hin. Nicht, dass das der jetzt ist, weil... Hey. Wir können ja mal... Blöd schauen können wir, oder? Tatsächlich. Der Ansbar, der läuft ja fast bis zu uns runter. Wahnsinn. Ach, das ist der Holzfäller von denen. Der da war Eisenaxt in der Hand. Ja, hier die Axt. Die Äxte, die du wolltest. Wo ist denn meine Maus? Da ist sie. Hier ist die Axt, die du wolltest. Ich danke dir vielmals. Von früher kenne ich ja ein paar Crafting-Rezepte und werde sie dir zeigen. Vielen Dank. Prozentzeichen. Mail Unterlänge. To Unterlänge. Mail Prozentzeichen. So. Sehr gut. Hat uns der jetzt Reputation gebracht? Ja, aber ich glaube auch nur irgendwie 15 oder so, ne? Naja, in der Geschwindigkeit. Hurra. Naja, gut, okay. Muss man halt. Wer joggt da eigentlich rum? Ist das einer von unseren? Vieler Einwohner. Ja, das ist eine andere Einwohner. Ich will ja unsere Einwohner. Ajo? Das ist unsere Lehmhütte. Das ist unsere Lehmhütte, wo da einer rumjoggt. Nee, da joggt er rum. Aber das wird schon die Lehmhütte sein, schätze ich mal, oder? Und der Bär. Also wenn ich den Bären nicht gesehen hätte, dann hätte ich wahrscheinlich sogar den Tag jetzt hier irgendwie alleine durchgearbeitet und hätte euch erst danach dazu geholt. Beziehungsweise wahrscheinlich... Ja, ich weiß. Ich wäre wahrscheinlich alles anders gelaufen. Es wäre alles anders gewesen. Ganz anders. Ajo, schaut's, da läuft einer. Da moi mir. Motsch mir.
Ich habe auch keine Ahnung, wie man das ausspricht. Das bin ich so ein bisschen unbedarft. Wir sollten hier vielleicht mal die Stängel rausmachen. Aber ich glaube, das war unsere Test-Area, ne? Ob es nachkommt und wenn ja, wie. So, da sind Bärenbusche. Da. Hey. Ach, ich sag's euch, Leute. Ich hoffe, ich denke dran. Ich würde da nämlich hier gerne mal was einblenden lassen. Ich hoffe, ich kriege das hin und das funktioniert dann auch. So, natürlich immer wieder mal ein paar Steine mitnehmen. Hab. Wenn man sie gerade hat, warum nicht? Ich hoffe ja, dass das was mit Menge zu tun hat, ob die Leute besser werden oder nicht. Ich hoffe das zumindest. Und da werden wir natürlich schauen, dass die immer Stein schön dabei haben, dass hier Stöcke, hier Stroh, ja, haben wir schon wieder Verdorbenes. Und mit dem Verdorbenen müssen wir jetzt sowieso gucken, wie das denn so ist. Ja, ich glaube, ich werde jetzt tatsächlich erstmal kochen müssen. Wenn mich nicht alles täuscht, hier haben wir noch Bretter, hier haben wir, hier auch Eisen. Mensch, Wahnsinn, schaut uns an, wo wir es nicht überall haben. Das Eisen quält uns hinten und vorne raus. Haha. Wir haben die hier. Nein, ich möchte das nicht. Also wenn ich schon Eisenpfeile habe, dann möchte ich die auch nutzen. So, dann haben wir jetzt mal Eisenpfeile. Ist auch mal schön. Den Bogen haben wir drin. Wir müssen, glaube ich, nichts holen. Ach, wisst ihr was? Wir hauen jetzt noch den Kalkstein durch, den wir haben. Das machen wir jetzt noch schnell. Ich schaue mal eben ganz kurz wegen Management. Wo ist sie denn? Da ist die Bergarbeiterin, hey, diese Übertreibung des Jahrtausends, oder? Also bitte. Das ist der Grabungsschuppen. Ne, das hilft mir nicht. Ich muss dann da rein. Grabungsschuppen hier hin und dann gucken wir mal. Ja, Ton ist tatsächlich pausiert. Kalkstein haben wir. Wisst ihr was? Wir sagen dir jetzt auch noch hier Salz weg. Ja, dann soll die mit 50% Steine machen. Das sind 3 in der Stunde. Salz sind sowieso ein bisschen. Weg damit. Dann macht die 1,5 Kalkstein in der Stunde und 3 Stein. Das ist in Ordnung. Damit kann man leben. Den Kalkstein, da 26 Stück sind, das auch schon wieder. Klopfen wir jetzt mal raus und dieses Mal machen wir es richtig. Diesmal klopfen wir es nämlich wirklich an unser Haus hin. Und nicht an... unser Haus können wir ja gar nicht, weil wir Lehmbewurf brauchen, ne? Ah, warte mal. Ja, keine Ressource. Schau das an. Also da ist es wirklich Lehmbewurf. Da wäre es Kalkstein. Naja. Gut, aber ganz vergessen haben wir beim letzten Mal, habe ich das ja geklärt, ne? So, dann hauen wir hier mal rein. So. Also das wird wahrscheinlich die glücklichste Person im ganzen Dorf sein, weil die friert am allerwenigsten. Augenblicklich zumindest. Und während ich hier beschäftigt bin, auf das Haus einzudreschen wie ein Verrückter, seid ihr schon mal so weit und könnt schon mal hier ja, bewerten und liken und vergesst die Glocke nicht zu drücken. Glocke drücken, super wichtig. Bereitet euch auf grandiose Streams vor, die es auf twitch.tv/reidrilife geben wird. Reidrilife an dieser Stelle als ein Wort. Oder einfach nur auf twitch.tv und dann über die Suchfunktion. Man müsste mich da finden. Das ist alles ein kleines bisschen anders wie hier. Seht ihr, was habe ich schon wieder vergessen? Wir wollten ja noch ins andere Dorf rüber und wollten im anderen Dorf, wollten wir wegen Dünger gucken. Ich weiß nicht, wollen wir das heute noch machen? Wollen wir das wirklich noch? Muss das noch? Eigentlich schon, ja. Ich bin mir fast sicher, ihr schreit, steht jetzt alle da und schreit. Ja, heute noch, heute noch. Ja, komm, Special. Hau drauf, gib ihm. Wieder nichts zum Fressen dabei. Mein Gott, der Mann ist so verplant. Ich weiß nicht, wie ihr euch das antun könnt. Zen-Buddhismus. Ich habe es ja schon mal gesagt. Es muss der Zen-Buddhismus sein. Anders kann ich mir das fast gar nicht vorstellen. Wenn wir jetzt da vorne sind, vielleicht kaufen wir uns mal was zum Essen. Ja, ausnahmsweise mal warme Suppe. Nicht die kalte aus dem Lager, sondern die warme aus der Kneipe. Wäre doch auch mal eine Idee. Vielleicht gehen wir auch mit den Eisenpfeilen noch kurz Probe schießen. Aber das mit dem Bären, das macht mich jetzt schon so ein bisschen wuschig, wenn ich ehrlich bin. Ja, also nicht, dass die jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, nicht, dass die jetzt hier irgendwie wandern oder so.
Ja, ich wünschte auch, ich könnte euch das Testbild zeigen, aber ich bin für das Testbild nicht angemeldet. Das tut mir sehr, sehr leid, aber hey. So unwichtige Leute wie mich wollen die nicht. Die wollen richtige YouTuber. Jetzt komm, lauf, wir müssen zum Sobomir. Renn! Stock aus dem Boppes raus und Gas geben. Wer läuft da vorne? Sehen wir nicht. Verdammt. Da ist der Alvin. Ganz ehrlich, der Typ ist irgendwie gruselig geworden. Ich weiß nicht, bei dem haben sie irgendwas vom letzten Update kaputt gemacht, aber so richtig. Da ist die Adeline. Hä? War da gerade ein... Bin ich jetzt doof? Wo ist denn der? Da ist der Eduard. Eduard, ich will nicht mit dir reden. Eduard, geh. Da ist der Suligost. Da ist er. Da ist der Herr über den Schiss. Bitte zeig mir deine Waren. Immer noch 10. Hm, keine Ahnung. Weiß nicht, was ich... Ich habe den, glaube ich, auch schon mal günstiger gesehen. Ich bin mir da nicht sicher. Naja, was wollen wir machen? Also 10 Schiss? 20 Schiss? Ja, kaufen wir mal 20 Schiss, oder? Das tut immer so weh. Vor allem, schaut mal, wir haben gerade so schön Geld. Ja, 1337. Wir haben gerade... Lead Money. Ja, wir hatten Lead Money. Ja, tschüss. Komm. Geh mir jetzt deine Scheiße aufs Feld reiben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Weil wir brauchen ja Karotten. Aber zu essen haben wir auch nichts. Müssen wir uns da jetzt echt was kaufen? Das ist das erste Mal, dass ich in dieser Kneipe, glaube ich, etwas kaufe. Aber wir könnten mal Brei kaufen. Schau mal, die hat Breichen. Ich glaube, ich habe in dem Spiel auch noch nie Brei gegessen. Ach komm, hier Brei. Einmal hier. 29. Ey, ganz ehrlich, ich hoffe, also ich meine, das ist ja die Frau von dem, der für die Kühe zuständig ist. Ich hoffe, wir haben da jetzt gerade nicht, weiß nicht, die Reste gekauft, die ihr Mann eben nicht in Schiss umwandeln kann. Brei verbraucht, okay, ja. Ja, 20 ist jetzt aber auch nicht so knülle, oder? Also, ich weiß nicht. Aber ihr wart jetzt noch beim Kaufen dabei. Ich glaube, beim Ausbringen von den, ja, von den braunen Utensilien auf dem Acker müsst ihr, glaube ich, nicht unbedingt dabei sein. Das kann man nachts machen. Wie gesagt, die Nacht dauert auch ein bisschen. Von daher würde ich sagen, ja, habt noch einen schönen was auch immer. Ich wünsche euch was. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich packe noch eben mal die Fackel aus. Wir sehen uns dann morgen. Ich wünsche euch was. Und tschüss.